Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Thüringer Oberland 1988, glaube ich, mit dem Freezy und mit dem Manus. Hallo. Hallo. Hi, Leute. Oh, Hup nochmal. Was? Hup mal. Oh, schöne Hupe. Schönes Ding, ne? Schöne Hupen. Was? wollt Bier verkaufen. Bier. Aber dazu brauchen wir was, oder? Weiß nicht, eigentlich sollte der LKW das ja auch nehmen, oder? Welcher LKW? Ach so, ja, doch, stimmt. Wow. Der LKW, ich glaube, das könnte gehen. Besser das mal. Das Problem ist nur, ich habe gerade die Panne weggemacht und auf dem Numpad Minus liegt meine Mute-Taste. Jetzt habe ich mich gerade gemutet. Oh, nice. Numpad Minus? Ja. Da ist bei mir die Aufnahmetaste. Nee, aber es ist Numpad Mal bei mir. Nee, das ist, bei mir ist Mikrofon Muten Plus. Wow. Muss ich mir echt mal eine Tastatur kaufen, wo ich so Spezialtasten habe. Ey, ich habe die Logitech G510. Ich habe hier 18 G-Tasten drauf. Davon benutze ich zwei. Ja, aber ich habe jetzt erstmal genug Geld ausgegeben oder ausgeben müssen für Computer-Equipment. Das war ja mein Fall. Ja. Werden die Anhänger gerade am Hof gebraucht? Weil dann würde ich da mal wieder auf bei mir da am Wäscher hinfahren und abtanken und alles. Ja, nee, kannst du. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Werner das Bier da laden kann. Ich auch. Also wenn ich in 10 Minuten nicht da bin, dann müsst ihr nicht nachfahren. Aber hier steht auch noch der Frontlader mit ÖLW. Ja. Achso, ja, dann mache ich das zuerst. Ja. Alter, Landbier, was ist denn jetzt los? Lädt er? Ja. Wow. Voll. Ernsthaft? Ja. Cool, das steht sogar drauf. Ich gehe kaputt. Wie geil ist das denn? LOL, und wir haben immer noch 10.000 Landbier? Ja, ja, das kann doch 15.000 mal fahren. Hatten wir nicht? Genau. Moment. Und das sieht ja klasse aus. Kann man machen, ne? Sieht gut aus, finde ich auch. So, und jetzt umso weiter du wegfährst, umso mehr Kohle gibt's. Ah, okay. Und du musst da beobachten nach so kleinen Bierfässern auf der Map. Darf ich eine Frage fragen? Lohnt es sich einen Hänger zu holen für den Breaching-Gedöns? Ja, klar. Es gibt nämlich den gleichen. Ja. In Hängerform. Ich fahre jetzt ganz oben hin und nehme dann oben den Hänger mit. Ist das so weit? Mach okay? Ja, auf jeden Fall. So, Bierlieferant. Eine Runde umleuchten. Ah. So, das heißt, wenn ich jetzt ganz nach rechts oben fahre, muss ich ja nicht am meisten bekommen. Theoretisch ja. Gut, dann wollen wir nochmal testen. Vorausgesetzt, dass ein Bier verkaufen. Wow, ja, das hoffe ich schon. Denke ich auch. So. Was wollte ich jetzt fragen? Tino? Ja. Was hast du, wenn ich fragen darf, was hast du für einen Prozessor drin bei dir? 5920. Okay. Das sind 6 Kerne. Ja. War das jetzt schon alles? Nee, ich wollte es nur wissen, weil Ach du so. Bist so zufrieden damit, ne? Den musst du übertakten. Aber wie viel kommst du da Gigahertz? Ich habe meinen noch nicht übertaktet. Okay. Ja. Ich wollte meinen übertakten eigentlich so, naja, muss mal schauen, auf 4 wäre nicht schlecht. Okay. 4 wäre nicht schlecht, ja. 6x4 Gigahertz war ganz gut. Na gut. Das Problem ist, der hat standardmäßig nur 6x3,3. Oh, okay. Ja. Ich bin ja gespannt, was bei mir geht. Bei mir. Was hast du denn jetzt? Ich habe jetzt einen 6700K. Der ist gut. 4x4 Gigahertz, ne? Ja. Der ist gut. Machst nichts falsch. Ja, ich hoffe schon. Ich hatte davor den 4770K. Den muss ich ehrlicherweise sagen, war ich gar nicht zufrieden. Was? 4770? Ja. Ah, den hatte ich auch davor. Der hat mir lange gute Dienste. Kann aber auch sein, dass ich das falsche Motherboard dazu hatte. Ich hatte einfach ein Motherboard, das war so ein Standard-Gedöns, ne? Du hast nicht übertakten können, gar nichts. Ah, okay. Obwohl du den K hattest. Ja, aber das Motherboard gab das nicht her. Das ist das Problem. Das Mist. Ich habe den 470-90K. Okay. 470-90. 4790, ja? Ja, mach ich doch. Ah. Ja. K, ja.
Aber ich habe mal geguckt, ne? Also, du kannst ja wirklich Geld ausgeben, wenn du da Bock hast drauf hast. Ja, 8 Kerner, 1000 Euro, ab geht der Peter, ne? Ohne Board. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich überlege gerade, welches Feld du geerntet hattest, Freezy. Glaube ich. 24. Ja, da fällt ein Scheifen außenrum. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich das Bier hinbringen muss, weil ich mir hier zum... Hier, wo ist denn das? Du? Ja. Wow. Hast du was gefunden, biertechnisch? Noch nicht. Also beim Sägewerk, glaube ich, lasse ich es nicht, weil sonst haben wir bald Arbeiter, die keine Finger mehr haben. Mal hier, was ist denn hier? Frage ist halt auch, ob man das über das Q-Menü verkauft oder ob es da wieder eine separate Taste für gibt. Musst du sehen, hinfahren und gucken, ob ein Abladesymbol kommt. Hier wird hier nicht angenommen, alles klar, hätte ich mir denken können. So, was ist hier noch alles? Lass mal gucken. Hier auch nicht, okay. So, was gibt denn hier alles? Alter, es gibt so viele Abladestellen hier. Hier kommt Annahme Palettenware. Bier ist ja eigentlich auch Palettenware, oder? Richtig. Müsste. Müsste sein. Ja, wird nicht angenommen. Okay, was ist Rohr ausfahren? Fährst du gerade mit dem Dolz da hoch, oder was? Der ist oben. Ach, jo. Soll ich eine Runde dreschen, oder? Wenn du willst, gerne. Ja, kann ich auch machen. Huch, da geht ja gleich los, die Spitzkatze hier. Alter Vater. Ja. Was soll ich jetzt so lange machen? Das bin ich gerade nicht. Ich überleg gerade. Wo ist denn der Trecker mit dem Frontlader? Den habe ich gerade am Hof abgestellt. Okay. Brauchst du? Nee, ich wollte noch schon. Kannst du raustappen, Freezy? Ich will nur eine generelle Frage. Ja, was kann da? Ich? Weiß echt nicht, wo ich das Bier wegbekomme. Müssen irgendwie Bierfässer auf der Map stehen. Fässer? Ja, so Holzbierfässer oder sowas, glaube ich. Willst du das googeln? Wir haben ja so eine wunderbare Beschreibung von dem Landei bekommen. Ich bin nur leider noch nicht dazu gekommen, mir das vollständig anzugucken. Ja. Weil das sehr, sehr umfangreich ist. Okay. Lass mal gucken. Ich sehe ein Milchfass oder eine Milchflasche, ja. Windmühle, Schweinemast, Konsum. Ah, Konsum klingt doch gut. Könnte sein, ja. Guck doch einfach mal bei I, Landbier, Verkaufsstelle. Ja. Ich habe Bier gefunden, war leer. Weizenbier, Moment mal. Auch leer. Da ist keine Verkaufsstelle angezeigt dafür. Ah, okay. Dann sind es die Fässer. Fässer. Ja. Ist egal, sonst trinke ich es selber, ist ja kein Problem. Den Hänger leer gesoffen. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Nice. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das schaffen, das nächste Mal aufzunehmen, dass wir auf jeden Fall den Tom dabei haben, den Landei. Das wäre nett. Ich habe auch gesehen, der streamt ab und an, ne? Ja. Mal reinschauen. Ach so? Ja. Da? Aber ich habe leider keine Ahnung. Ich habe nur ein paar YouTube-Aufnahmen gesehen von irgendwelchen Streams. So, Konsum. Du baust doch bestimmt Bier. Komm. Hast du den Anhänger gekauft? Ach, du hast den Anhänger. Ja, alles klar. Bin schon gewundert worden. Ja, wow. Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht, ne? Oder? Jetzt? Gar nichts. Doch. Wir kriegen Geld. Wir haben gerade Geld bekommen. Ja, wir kriegen Geld. Okay.
Du weißt nicht warum? Doch, doch. Ich finde die Ablade-Animation oder das Geräusch dazu sehr, sehr komisch. Zeig mal. Oh, ja, jetzt habe ich schon, das ist schon leer, leider. Aber es klingt, könnte mal reinspringen. Ja, das ist tatsächlich hier. Klingt aber so, als wie du irgendeine Flüssigkeit abladen würdest. Ach so. Also keine Kisten, ne? Das klingt ja anders, wenn man jetzt Kisten durch die Gegend reißt. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie viel das war. Aber ist egal, ich hole noch mal die Fuhre. Wir haben die 2000. 2000. Ja gut, wir haben ja schon relativ viel Bier, ne? Ja. Den Hänger habe ich jetzt auch noch, das heißt doppelt gemoppelt. Doppelt gemoppelt. Planer, jetzt wollte ich mich wieder... Das ist halt die Frage, ob's... Warte mal. Boah. Okay. Jetzt ist halt die Frage, ob es hier am meisten gab. So. Ich werde mir das jetzt mal... Oh mein Gott. Na wohl, du warst ganz da oben. Das könnte eigentlich schon hinkommen. Brauereitechnisch ist das ja schon sehr weit entfernt. Das Colli? Nein, sehr gut. Ich kann es testen, tatsächlich. Ja. Ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal die Fuhre abholen und dann werde ich mal mir den Planer gucken und dann werde ich mal gucken, wo es bei der nächsten Aufnahme dann mehr gibt. Damit wir wirklich das Maximum rausholen, was geht. Ja. Weil für Lau müssen wir... Brauchen wir auch. Eben. Aber ich glaube, wir sind von 7,8 auf 9,8, wenn mich nicht alles täuscht. Kann gut sein. Ja. Also viel hat es nicht gegeben, weil exorbitante Sprünge würde ich feststellen. Ja. Definitiv. Aber das Feld hier ist auch so eine Lebensaufgabe, hä, für Sie? Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich damit angefangen habe. Haben wir jetzt eigentlich was geplant für zukünftige Investitionen? Wir wollten echt mal einen zweiten Drescher kaufen, ne? Zweiten Drescher oder Tiere, ne? Ja, Tiere ist halt, ja. Es scheitert am lieben Geld. Wir müssen mal schauen, was wir vielleicht in die Mühle bringen können, weil wir immerhin ja auch Mehl machen können, was wir in der Bäckerei verkaufen können. Wo wir auf jeden Fall, denke ich, auch durch die Weiterverarbeitung mehr Gewinn machen. Na? Müssten wir halt dann nur zur Mühle bringen. Ja, ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, ist einfach mal ganz vorteilhaft, wenn wir, glaube ich, den Modder dabei haben, eine Runde. Ja. Alter, der fährt ja schon ganz gut, ne? Vorher bin ich mit auf dem Weg hier mit 24 gekrochen, jetzt war ich hier mit 66. Das ist ein Unterschied. Naja, wie gesagt, LKW-technisch ist es halt, oder LKWs machen das schon bedeutend mehr, ne? Hört mal voll da. Voll da? Voll da. Voll da? Ist das ein neuer Gamer-Name? Voll da? Voll da. Ist der von Herr der Ringe? Ach ja. Oh. Ich hab ihm was getrunken. Der hieß doch Frodo. Was? Der hieß doch Frodo, oder nicht? Ja. Hat der Herr der Ringe geschaut? Jo. Ja. Der zweite Teil war so krass langweilig. Der was? Der zweite Teil. Von was denn? Von den Hobbit-Geschichte da oder? Nein, vom Herr der Ringe. Herr der Ringe. Die Hobbit-Geschichte habe ich nicht geschaut. Ich habe nicht mal eine Ahnung, um was es da überhaupt geht. Das weiß ich nicht. Geht über die Vorgeschichte des Rings. Oh. Das hört sich nicht sehr spannend an. Oh, ist ganz cool. Ja? Also ich find's cool, aber ich interessiere mich auch für so einen Scheiß, ne? Steht ihr auf Horrorfilme? Ja, aber nein, volle Pulle. Oh, nein. Ich will unbedingt jetzt, heute, ich glaube, heute ist, naja, nicht heute, wenn ihr das seht, ist schon ein paar Tage her, ist, glaube ich, Blair Witch angelaufen. Genau, ja. Ja. Und der soll echt gut sein, im Vergleich zum zweiten Teil damals. Es gab ja Blair Witch Project, da gab es ja noch einen zweiten Teil, der war echt gefloppt. Der erste Teil war ja mega krass, hat ja so diese Horrorszene ziemlich aufgeräumt, weil es halt so ein Low Budget war und... Aber halt was ganz anderes richtig gut gemacht. Und jetzt halt Blair Witch soll auch wieder ganz gut sein. Ich werde mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja so ein bisschen Horrorfan, ne? Ja? Oh nein, ich gar nicht. Hast du Angst? Ich mag die. Bist du schreckhaft? Ja, okay, alles klar. Also das haben die meisten. Meine Freundin wäre da voll dabei, ne? Aber nein. Das ist ja gerade das Geile daran, dieses Gefühl. Ja, aber das ist das meiste. Also
bei den meisten, die keine Horrorfilme schauen, ist das der ausschlaggebende Punkt. Durch dieses Scare-Jumps halt, ne? Und du weißt halt genau, wenn sich diese Spannung aufbaut, gleich ist irgendwas los, ne? Und du weißt, du möchtest diesen Moment eigentlich nicht erleben. Du bist mir zumindest. Und bam, in your face. Wisst ihr, was ich ganz gerne geguckt habe oder richtig feier, aber wo es auch meine Lieblings-Horror-Serie-Reihe ist? Was denn? Kennt ihr Rack? Rack kenn ich nicht, ne? Keine Ahnung. Aber wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich wollte gerade nochmal hier am noch was verkaufen, aber hier geht das nicht. Wo bin ich denn hier? Weiß ich nicht. Genau, quer gegenüber wäre auch so ein Lebensmittelgeschäft, aber die wollten das nicht haben. Muss ich nochmal gucken. Oh, okay. Ja, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Guckt bei den anderen zwei vorbei, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Thüringer Oberland. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.